Das Dorffest ist eines der Höhepunkte im Sommer der Marktgemeinde St. Michael. Ausgerichtet wird es heuer zum vierten Mal von der Kultur- und Dorfinitiative sowie dem Kulturreferat der Marktgemeinde. Viele Oldtimer-Fans haben sich schon rechtzeitig einen der vielen Schattenplätze am Dorfplatz gesichert. Den Auftakt machte die Marktmusikkapelle St. Michael. Nicht nur kulinarisch werden die Besucher verwöhnt, sondern vor allem auch flüssig und kühl, denn das Wetter kratzte an diesem Wochenende knapp an der 30-Grad-Grenze. Es spielt wieder Pleasant Heat am Nachmittag. Das ist die Claudia Künstler mit ihrer Band. Aber vorher kommt die Murtal Classic. Das ist heute das Highlight. Wird uns von der Marktgemeinde gesponsert. Und fahren 200 Oldtimer durch St. Michael durch. Wir können unsere Gäste begrüßen und bewirten mit der Marktmusik. Und die Vereine, die da die Gastronomie für den Platz machen. Das lange Warten wurde dann endlich belohnt, als die ersten Motorengeräusche durch die Gassen hallten und der Duft von Öl und Benzin in der Luft lag. Die erste Komet heute hier in unserem alten Ortskern C2 Stingray
Pony auf einen MGB. Haben wir gesehen, Oldtimer noch und nöcher, darunter auch ein Harley? Ja, es ist ja schon der Motorradstart ist erstaunlich und es war zum Beispiel ein Harley dabei, ich glaube 1924 und die ganze Buchserie dahinter und dann die wirklichen Oldsmobiles dazu. Es ist wirklich immer wieder alle Jahre aufs Neue ein Top-Klassiker, das Ganze. Das Besondere am Dorffest ist immer wieder, dass wir viele zusammenhalten. Ich möchte es jetzt gar nicht einzeln erwähnen. Natürlich unter der Führung der Familie Blachfellner im Speziellen und der Robert Blachfellner, also ihnen gebührt ein besonderer Dank. Aber es wirken einige Gemeinden bzw. Vereine mit und natürlich auch die Besucher sind es, die das Ganze ergänzen. Also so wie immer, wenn viele zusammenhalten, dann kommt was Gescheites raus. Was wäre ein Fest ohne die vielen Helfer und Unterstützer, die dies ermöglichen? Auch das Genussreich präsentierte sich im Rahmen des Dorffestes. Ging es auch um die kulinarischen Schmankerler auf dem Event? Genussreich steht für regionale Produkte, den Genuss in der Region. Wir haben ein irrsinniges Potenzial, irrsinnig große, breite Produktpalette und ja, dass den Leuten einfach klar wird, was haben wir gut vor der Haustür. Man braucht gar nicht weit suchen, wir haben ganz viel Gutes da vor der Tür. Was schmeckt am besten? Heute sind wir ja bei einem guten Wirt in St. Michael. Boah, da schmeckt alles. Da kann man sich gar nicht entscheiden. Die Liebe zu den großartigen Automobilen spürt man förmlich bei jeder einzelnen Vorbeifahrt. Aufpoliert und immer top gewartet. Auch wenn der Motor nicht immer mitspielt, lässt einem das alte gute Oldsmobile nie im Stich. Aber wofür würden Sie sich entscheiden? Oldtimer oder Komfortwagen? Ja, ich bin ein bisschen Käferanhängig, muss ich gestehen. SUV oder Käfer 63er Baujahr? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir die amerikanischen Autos noch die Lieberen. Ist ja keine Frage, oder? Der Käfer. Wie auch immer Sie sich entschieden hätten, eines ist gewiss, dass die Murtal Classic eine großartige Bereicherung für das Dorffest in St. Michael ist.